Huriger Hugo. Komm, wir ziehen jetzt erstmal das Hugo-Video rein, Digga. No joke. Wichtig, wichtig, wichtig rein da. Auf! Ich habe nichts vom Mittelalter-Camp geguckt. Gar nichts, muss ich ehrlich sagen. Nichts davon mitbekommen. Steht! Er ist aber beim Livestream eingeschlafen. I'm a savage. Classy, bougie, ratchet. Was läuft, willkommen zum nächsten Video. Wisst ihr, und deswegen bestelle ich meine Lebensmittel, Chat, weil ich glaube, das wäre ich in einem Supermarkt. Tot gesniped, Bro, kannst du mich retten? Hatte die Ausrede Mickey TV nicht schon mal. Tot gesniped? Aha! Also wollen wir mal so sagen, es könnte sein, dass ich an dem Finger eventuell eine kleine offene Wunde hatte, aber es nicht gemerkt habe und zufälligerweise einem weiblichen Wesen einen Arschbohrer verteilt habe. Okay. Und auf einmal, Bruder, habe ich so einen entzündeten Finger gehabt, Alter. Das kannst du auch niemandem erzählen, Bruder, behalte das für euch, okay? Arschbohrer kriegt jeder. Behalte das für euch, ihr habt Monte gehört. Alter, bin mal beim Essen, Keck. Kann ich Hälschen oder was? Juckt mich doch nicht, Digga. Soll ich jetzt jeden hier im Livestream fragen, ob er am Fressen ist oder was? Drachen. Alter, so ein Ehrenbruder. Lord noch kommt in den Stream. Drachenlord kommt nachher. Wer ist das? Das ist dieser Drache. Drache ist schon unterwegs. Wer zuletzt Grube gräbt, bläst am besten. Der gräbt zuletzt die Grube. Achso. Wie cringe soll das Event werden? Einmal atemlos durch die Nacht. Ach du Scheiße, Digga, was war das denn? Wie sein neuer Tag er war. Was ist denn da passiert? Oh! Aha. Einmal in die Standings reingehen, denn da können wir natürlich sehen, was hier gerade abgeht. Wo schaut Sydney eigentlich hin? Spielen wir gleich. Feuer heiß! Stimmt ja, ich hab's angemacht. Wenn ihr das anmacht, wird's heiß. Aha. Was ist das für ein Ding? Warum ist das heiß? Was ist das? Ist das eine Töpferplatte? Töpferding, die sich so dreht? Was ist das? Topflatte, wie heißt das? Töpferding. Ein Crepe-Maker? Ich hab's angemacht. Wenn ihr das anmacht, wird's heiß. Chillig. Mein RTL. Sag mal bitte, dass er aufhören soll, rumzuheulen. Ja, sag mal, bleibt das bitte, Alter. Aber es stimmt doch, du hast den ganzen Tag, muss man ehrlich sagen, immer gesagt, nein, ich will nicht, doch gar nicht. Schon wieder gegen mich. Da brauchst du dich nicht wundern. Ja, ist okay. Geht dorthin, wo die Sonne scheint. Ich kann ja nichts dafür, dass dein Schwanz so kurz ist. Alter, was war denn da los in diesem Camp? Ja. Das sind natürlich sehr gute Witze aus Griechenland. Die Griechen stehen auch für ihren guten Humor im Übrigen. Mickey TV bereitet sich für den Kampf gegen 3 Max weiter vor. Einfach mit dem Kopf. Mann, Alter, also ich glaube wirklich, dass dieser Kampf, das wird wirklich eine Sekundensache werden. Also einer von beiden, entweder kriegt einer von beiden einfach einen Herzinfarkt oder der eine haut dem anderen so eine rein, dass es vorbei ist. Wegstoßen. Immer ran. Immer mit dem Schädel rein. Ich bin einfach ein Triceratops. Versteht ihr das? Ich hab Hörner. Ja, das ist Trimax. Nicht verstanden. Tatsächlich, mit dem wir heute streamen. Also das heißt, dass ich sportlich aussehe. Willst du noch mal ein bisschen Gewürz dran machen, Bro? Obviously. Wie heißt das? Obviously. Ich kann diese Sprache nicht. Du machst das immer. Ja. Man muss sich halt vorstellen, Finch Asozial, der ist halt 1,80 Meter groß und da seht ihr jetzt mal, wie groß Kevin in Wirklichkeit ist. Kevin ist halt wirklich nur 1,60 Meter groß, das ist so lächerlich. Also Kevin ist halt so ein fucking Midget. Kevin ist so ein fucking Midget, einfach Kevin ist so small, Digga. Yo, attention und obviously. Du sagst doch immer so eine Wörter, wie heißen die denn alle? Englisch nennt sich die Sprache. Voll lol. Voll fresh. Omega lull. Guck mal, der ist schon ein bisschen zerfleddert. Hast du nicht so gut geformt, Bro? Das warst du. Obviously. So Pogchamp, lass essen. Guck mal hier, Chat. Boah, ihr schickt ja hier lustige Bilder rein. Das sieht ja lustig aus. Omega lull. Könnt ihr aufhören zu sagen, dass ich extrem klein bin? Ich bin nicht extrem klein. Doch, Kevin ist extrem. No joke, Kevin ist extrem klein, kifft Bong, hat einen saukleinen Schwanz. Ich bin einfach extrem normal groß. Du wirst langsam ein großer Junge.
Nein, Kevin wird niemals ein großer Junge, Digga. Kevin kann sich nicht mal allein den Arsch abwischen. Jemand, der im 12. Jahrhundert geboren ist, ist eine normale Größe. Also. Digga, ich schwöre, wenn ich noch einen Clip sehe, wie Mickey von seinem Scheißstuhl runterfällt, dann fahre ich nach Hamburg hin und tape den in seinem Müllstuhl einfach fest, Digga. Ich nehme mir Panzertape und klebe den Wichser da einfach wirklich fest. Es geht mir so auf den Sack. Moin. Best of. Mann. Guck mal, ich fake so einen Clip und er kommt wirklich ins Video rein. Das kann doch nicht sein. Saufcamp 2021. Moin. Alter, wir hatten Saufcamp. Junge, Junge, Junge. Das haben wir alles nicht in den Vlog mit reingenommen. Digga, ich war wirklich jetzt 2 Tage lang, hatte ich Lampen, aber sowas von an, Digga. Also ich sag's euch, wie es ist. Ich habe in den 2 Tagen wirklich, ey, wir hatten ja Klassenfahrt, ne? Habt ihr vielleicht mitbekommen. Alle Szenen mit Antonia und Anni mussten wir rausschneiden, deshalb sind die auch beide nicht im Video drin. ja. Nee, kleiner Spaß, wir haben nicht getrunken. Moin. Ich bin fertig mit der Flasche. Ah! Merlin, hör auf. Boah, scheiße, das war voll dumm. Boah, das ist schmutzig. Boah, das kommt mir hier hoch, ist ja richtig. Ich küsse immer jemanden im Camp. Lass du das machen? Spinnst du? Ja, natürlich, ich zieh durch, Bruder. Digga, wirklich, also, die sehen ja komplett beschissen aus. Wenn Ritter wirklich früher so beschissen ausgesehen haben, also, das Schwert ist doch viel zu groß für Sascha, oder? Sido sieht aus wie ein richtiger Konquisador, Alter. Paolo sieht richtig aus wie ein Ritter, Alter. Aber Sascha sieht irgendwie, keine Ahnung, Alter. Also ich will jetzt hier kein Sascha-Shaming machen, aber Sascha sieht halt nicht aus wie ein Ritter. Sascha sieht mehr so aus wie so ein Burgfräulein oder sowas. Trotzdem extrem hot. Finnland! Das ist Island. Okay, das stimmt. Ja, 6-6. Ja, für die beiden Subs, dankeschön. Ja, Chat ist nicht so schön, Schatz. Letztens habe ich eine Lady einfach Chat genannt, die war richtig sauer. Ich auch einfach mit einer gebumst und dann habe ich gefickt und dann bin ich gekommen und meinte Poggers und bin einfach abgehauen. Was ist das jetzt für eine Scheiße? Jetzt mal mit meinem orangen Arm lecken. Die Butter ist schon komplett zerlassen. Anissa, bitte. Oh mein Gott. Sehr guter Stream. Die Butter ist rausgesprungen. Hör auf, Butter zu essen. Was ist denn mit dir? Mann. Das macht mich geil. Das macht mich sehr geil. Ich habe eine kleine Feuershow einstudiert. Was würdest du sagen, wenn jemand so einen Pimmel hat? So, und dann kann das Oberteil abschrauben. Wenn Blut vorne rausläuft, dann würde ich es gut finden. Okay, das sind keine 8 cm. Lern lesen. Du Scheiße. Jetzt an der Stelle mal, so sieht der Prototyp-LKW-Fahrer aus, der sich an so einem Automaten auf dem Rastplatz so eine Taschenmuschi kauft und das schön genüsslich abends mit Butter reinfickt, Alter. Genau so sieht der aus. Genau so sieht der Prototyp-LKW-Fahrer aus, der sich am Rastplatz auch noch eine Nudde zieht. So sieht der Prototyp-LKW-Fahrer aus, der einfach auf Schlafen scheißt und einfach auf 30 Kaffee mit Taschenmuschi die Autobahn entlang brettert. Junge, Junge, Junge. Schulter nicht vergessen. Oh nein, vielleicht ja, ist gerade rechts neben mir ein Fahrradfahrer. Oh. Nee, ist nicht. Eine Razer-Tastatur, die sieht so aus. Mhm. Und da gibt es noch dieses Teil als so eine Armlehne. Die kann man entweder magnetisch an die Tastatur hinmachen. Oder man nimmt die und schlägt damit auf den Tisch, wenn man sauer ist. Oder man kann die auch nehmen und einfach mal den ein oder anderen Schlag auf den Tisch damit an.
Same, Digga, same. No joke. Auch richtig geiler Spanking-Tool. Analysieren, ja? Ich hab grad eben meinen Tritt reingefasst und deshalb ist meine Hand so. Zuckerpause. Lecker. Okay, don't do drugs, kids. Digga, ganz vergessen, was ich für ein Opfer bin. Ja, vegetarischen Burrito, aber da ist ja nichts drin, da ist ja nur Gemüse drin. Ja, echt, vegetarisch. Vielleicht mal, mit, wie gesagt, mit anderen Streamern mal zu Ficken mit anderen Streamern, ficken, geil mit anderen Streamern, oh, oh. zusammenzuarbeiten, etwas zusammen zu streamen. Sprachen lernen. Nee, für ein Weltklasse Handzeichen, aber nur mit einer Hand. Wenn die Hand glatt ist, klappst du den kleinen Finger ein und speizt den Daumen zur Seite. Dann noch den Ring und den Zeigefinger halb einklappen, dann ist man der Coolste. Ey, ja, das ist ein heftiges Fingerzeichen, Bro. Holy shit. Das klingt echt krass. Trimax, einfach neuer Detektiv. Hört mal ganz genau hin. Was macht das für Fleisch? Das ist Schwein. Was ist das für Fleisch? Das ist Schwein. Hört mal ganz genau im Hintergrund. Hab ich Ihnen nicht gerade ein Stück davon gegeben? Alter, ich hab's aufgedeckt. Ich bin ein scheiß Detektiv. Ja, ne? Ja, ne? Hat er nicht gemerkt, siehst du. Ach du Scheiße. Kann das bitte jemand Slavik schicken? Wie assi einfach. Digga, haram. Alter, wer ist sie denn? Der Geruch schiebt eine Gänse. Und da war die eine geile noch, ne? Ja. What the fuck, Digga? Definitiv. Warte, wo ist die geile? Ein stylischer Junge. Nee, Digga, die erste war viel geiler. Hab ich gesagt, dass ich erfolgreich bei Frauen bin? Ja, gut. Da waren Yuppie-Partys. Kennst du Yuppie? Ja, natürlich, Digga. Warst immer. Du bei Yuppie? Ja, klar. Okay. Yuppie, komm runter. Mama! Fuck, dude. Das ist das dümmste Game auf Erden. Imagine, Leute spielen das freiwillig jeden Tag. Digga, wirklich. Das sind auch Leute, die, keine Ahnung, weiß ich nicht, freiwillig Cola trinken oder so. Was? Seid ihr lost? Glaubt ihr, ich kann hier drauf landen? Nein. Also ich glaube, ich schaff's. Digga, was ist denn da bei der Lenkung los? 100 pro schaff ich das. Ja, Moment. Ja, rückwärts sogar, weißt du, auf Profi. Ja, jetzt nochmal vorwärts. Na, komm. Chill dich, Marcel. Hat geklemmt, das Ding. War ein Spielfehler. Chilliges Video, Digga. Da gebe ich ihn durch. Monte Clips wieder am Dominieren, die nächste Minute kommt. Kannst du den Schulterblick drauf, war das Knossi? Gibt's hier auch irgendwie einen Kommentar? Wer zum Teufel findet diesen Mickey witzig? Mickey geht mir einfach nur noch auf die Nerven mit diesen Klamms. Ja, genau. Alter. Starkes Video. Gibt's hier also keinen Kommentar, wie man mich findet, so von wegen, yo, Revi, sau funny, korrekter Typ. Gar nichts. Oh, nein.